Vor über 150 Jahren haben die Franziskanerinnen von Reutte damit begonnen, Menschen in Not zu helfen. Die St. Elisabeth Stiftung führt seit dem Jahr 2000 die karitative Arbeit der Schwestern fort. Alte Menschen, kranke Menschen, Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendliche und Familien, sie alle finden zwischen Ulm und Ravensburg individuell auf sie zugeschnittene Angebote. Die Wohnparks bieten ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit, im Pflegeheim, in der Tagespflege oder im betreuten Wohnen. Unsere Häuser sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Der Heckbacher Wohnverbund unterstützt Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag. Wir begleiten sie mit unseren Wohn- und Freizeitangeboten in ein Leben mitten in der Gesellschaft. In unseren Werkstätten und Werkgemeinschaften finden Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung einen Arbeitsplatz. Seit über 30 Jahren sind die Werkstätten zuverlässige Partner für Industrie, Handwerk und Kommunen. Seit 100 Jahren kommen die Menschen ins Jordanbad, um sich zu erholen. Neben dem modernen Thermalbad bietet die Sinnwelt ihren kleinen und großen Besuchern interessante Sinneseindrücke und überraschende Entdeckungen. Zur St. Elisabeth Stiftung gehören auch die Klostermetzgerei und die Schreinerei beim Kloster. Unterstützen Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Jedes Kind bekommt genau die Förderung, die es braucht, um seine Welt zu entdecken. Rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da und helfen, wenn Menschen sie brauchen.